Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 22 Video. Und im heutigen Video gehen wir rein in die zweite Episode von unserer Road to Glory. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in der Videobeschreibung ist ein Link. Dort findet ihr PSN-Karten, die 10% günstiger sind. Das heißt, ihr seht es hier, statt 50 Euro zahlt man nur 45 Euro. Ihr unterstützt mich damit auch, also schaut sehr, sehr gerne mal rein. Es ist eine absolute Win-Win-Situation. Und in unserem Trading-Discord geht es auch schon komplett ab. Ihr seht hier ein kleines Beispiel, Carrasco gesniped. Dann habe ich euch eben gesagt, ey, wie funktioniert das? Und dann habt ihr auch Gewinn machen können. Das heißt, ihr findet im Discord wirklich aktuelle Trading-Tipps, Sniping-Filter, Anleitungen, aber auch eine Liste, wo ihr eure Gewinne eintragen könnt und natürlich auch beispielsweise eine Überteuert-Verkaufen-Liste. Ihr bekommt dort Antworten auf eure Fragen. Also Freunde, wenn ihr noch ein bisschen Trading-Support braucht, kann ich euch sehr empfehlen, reinzukommen. Ihr könnt kostenlos rein, wenn ihr Amazon Prime habt. Ansonsten kostet es 5 Euro im Monat. Also schaut euch das gerne mal an. Alle Infos sind in der Videobeschreibung. Okay, Freunde, dann starten wir auch schon direkt rein in die heutige Episode von unserer Road to Glory. Das erste, was ich mache, ich zeige euch wie immer kurz mein Team. Ihr seht es, da ist auch sogar eine Lücke drinnen, weil ich einfach aktuell nicht wirklich auf mein Team achte, weil ich Rivals auch nicht fertig spielen konnte. Also ich habe meine 10 Stunden EA Play nicht fertig spielen können. Ich habe noch über 6 Stunden offen, aber es geht sich eben nicht aus. Ich bin leider am Wochenende nicht da, Freunde. Deswegen gibt es auch am Wochenende keine Streams und nur ein Video, was vorproduziert ist. Aber das ist wirklich ein wichtiges Video, also schaut es euch auf jeden Fall an. Und das ist jetzt gerade mein Team, also es ist wirklich komplett random zusammengewürfelt, einfach irgendwelche Spieler, die ich gezogen habe, plus Inaki Williams als kleines Investment, Alaba als Investment, das ist gerade einfach mein Team, ist nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ich brauche auch gerade noch nicht wirklich das heftigste Team. Ich habe aber investiert übrigens in eine Karte und zwar habe ich mir den guten alten Bruno Fernandes mitgenommen. Den habe ich mir gestern gezogen für 160.000 Münzen. Der liegt aktuell auch ungefähr bei 165k. Ich denke, dass der auf jeden Fall in den nächsten 1 bis 2 Wochen nach oben gehen könnte. Vor allem eben, weil der halt mit Ronaldo gelinkt werden kann. Und wenn eben diese ganzen E-Sportler und wer auch immer eben sich die Teams zusammenbauen, dann werden die sehr wahrscheinlich eben auch Bruno Fernandes verwenden. Und wenn der dann eben viel eingebaut wird, dann wird er auch im Preis hoffentlich nach oben gehen, weil er hat halt einfach einen Perfect Link zu Ronaldo. Deswegen, ich gehe davon aus, dass der auf seine 180-190k nach oben gehen sollte. Dann habe ich hier eine sehr, sehr coole Sache mit Upamecano gemacht. Das habe ich euch auch vorhin in den Discord gepostet gehabt. Den habe ich mir nämlich für 15k gesniped. Jetzt wurde seine Price Range geupdatet und ich habe ihn eben für 20.057 verkauft. Kann auch sein, dass der noch weiter steigt, aber ich habe den Gewinn jetzt einfach mal mitgenommen. Hier seht ihr das Ganze eben für 15k gekauft und eben jetzt einmal verkauft. Sind 5.000 Münzen Gewinn und das nehme ich auf jeden Fall absolut mit. Und Freunde, dafür, dass ich wirklich nur 4 Stunden in EA Play verbracht habe und sonst nur getradet habe in der Web-App und auch wirklich kein großes Packluck hatte, also mein bester Spieler war maximal 15k wert, ich habe wirklich kein krasses Packluck gehabt, dafür ist unser Transfererlös wirklich, wirklich gut. Wir schauen mal rein, wir gehen rein bei den Freunden und da bin dann ich mit 412.000 Transfererlös. Das ist wirklich stark, nach 2 Tagen, wo ich auch wirklich sehr, sehr viel andere Dinge einfach machen musste und wirklich nicht die ganze Zeit auf der Konsole war oder eben in der Web-App. Ich habe mich gar nicht so krass reingehängt und habe trotzdem 412.000. Wie ich das gemacht habe, werde ich euch im Video erklären, denn es gibt bestimmte Filter, Sniping-Filter vor allem, die ihr halt unbedingt anwenden müsst. Okay, ich zeige euch jetzt direkt mal, wie ich diese Filter eben rausgesucht habe und wie ich dann eben so viele Münzen gemacht habe. Das eine, was ihr mal machen müsst, ihr müsst auf Footbin gehen und dann geht ihr auf Spieler. Und ich habe mich halt auf Spieler fokussiert, die ein bisschen mehr als 10.000 Münzen kosten. Das heißt, ich bin einfach reingegangen, habe Gold eingegeben und dann habe ich hier eben eingegeben bei dieser Price Range sozusagen irgendwie 11.000 bis zum Beispiel 14.000 Münzen und das sind dann Spieler, die ich eben gesniped habe. Ich habe vor allem Spieler genommen, die ein niedriges Rating haben. Das heißt, irgendwie alles unter 84 habe ich dann eher so gesniped. Ihr könnt aber beispielsweise auch einen Vardy probieren. Und ja, die Spieler, die hier eben zu finden sind, die kann man im Grunde richtig, richtig gut snipen. Ihr könnt tatsächlich aber auch beim Filter ein bisschen nach oben gehen. Also ist auch nicht schlimm, wenn ihr hier 11.000 bis zum Beispiel 16.000 macht. Ihr müsst da einfach ein bisschen schauen. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man eben bei Spielern, die ein bisschen mehr als 10.000 Münzen kosten, wirklich die meisten Karten bekommt. Das ist deswegen so, weil du ja eben bei den Schritten, bei den Preisschritten hier eben nicht von, warte, ich zeig's euch hier, du gehst ja nicht von 10.000 auf 10.100, sondern von 10.000 auf 10.250, dann auf 10.500, das heißt, diese Schritte sind viel, viel größer und dadurch kann es eben leichter sein, dass ihr Spieler besser bekommt und ihr macht leichter Gewinn. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, ich kann es euch nur so erklären, bei 10.500 Münzen haben wir circa 500 Münzen EA-Gebühren, ja, und wenn jetzt eben jemand den zweimal günstiger reinstellt sozusagen, dann
hätten wir schon Gewinn oder zumindest keinen Verlust. Wenn er ihn aber bei 10.000 zweimal günstiger reinstellt, dann sind wir nur 200 Münzen drunter, obwohl wir 500 Münzen EA-Gebühren haben. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Genau, wir schauen uns dann einfach mal an, was für Spieler es da so gibt und beginnen dann einfach mal den einen oder anderen zu snipen. Oder ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal Spinner Sola einfach mal raus. Der kostet 12.500 Münzen und da schauen wir einfach mal, ob wir den günstiger bekommen können. Also das erste, was ihr macht, ihr schaut einfach mal nach, kostet der wirklich 12.500, kostet er weniger, kostet er mehr. Ihr seht es hier für 12.250, da ist er bei der 56. Minute, da können wir ihn easy verkaufen. Ja, auch für 12.000 würde er direkt weggehen, aber 12.250, für den Preis können wir ihn verkaufen. Das heißt, wir gehen auf 11.250, einfach einen Ticken günstiger und dann versuchen wir den einfach mal zu snipen. So, da haben wir direkt eine Karte bekommen, sehr schön für 10.500 Münzen und wie gesagt, wir können den jetzt eben für 12.250 reinstellen nach Abzug von EA-Gebühren. Also wir haben hier einen Gewinn von 1.750, EA-Gebühren sind ca. 500 Münzen, das heißt wir machen jetzt gerade über 1.000 Münzen mit dieser Karte. Und das geht halt wirklich mit diesen ganzen Spielern, die ein bisschen über 10.000 kosten, extrem, extrem gut. Also dieser Tipp ist wirklich Gold wert, Freunde. Probiert das wirklich selber mal aus. Am besten funktioniert es nämlich natürlich, wenn ihr am Abend sniped. Also ich snipe jetzt gerade zum Mittag, da funktioniert es normalerweise nicht so gut wie am Abend. So, dann schauen wir einfach mal, wen wir noch probieren könnten. Beispielsweise Sané, der liegt bei 15.000, da schauen wir dann auch einfach mal nach. Sané, was der dann wirklich kostet, also 15.000 laut Footbin, kostet gerade wirklich 15.000. Also für 15.000 kriegst du ihn direkt weg nach einer Minute, für 15.250 müsstest du ein bisschen warten. Das heißt, wir gehen runter auf 14.000 und versuchen den zu snipen und wir bekommen direkt einen und damit haben wir gerade auch über 1.000 Münzen gemacht. Ja, easy going, für 13.000 bekommen, für 15.000 können wir ihn jetzt anbieten. So, als letzten Spieler versuchen wir jetzt noch Tomori zu snipen, der liegt eben hier bei 12.750, was ihr übrigens auch immer machen könnt, schaut wirklich, ob der hier weniger kostet oder mehr kostet eigentlich, wenn hier 12.750 steht und hier irgendwie 14.000 überall, dann ist das ein kleiner Preisfehler und dann könnt ihr die Spieler auch noch besser bekommen. Also schauen wir einfach mal nach, was Tomori wirklich kostet. Ihr seht, für 12.750 kriege ich ihn nach 10 Minuten weg und da ich keinen Stress habe, passt das für mich. Deswegen machen wir 11.750 und snipen den. So, haben wir direkt bekommen, 12.750, das ist fast ein Gewinn von 500 Münzen und auch das ist schwer in Ordnung. So, jetzt haben wir nochmal einen bekommen für 11.750, den stelle ich sogar nochmal einen Ticken teurer rein für 13.000, weil ich jetzt, wie gesagt, sowieso gar keinen Stress habe. Dann machen wir auch nochmal über 500 Coins und so funktioniert das halt mit dem Snipen. Es ist wirklich verdammt easy, macht es einfach genauso, wie ich es euch gerade erklärt habe. Ihr seht auch hier, ich habe gestern mit dem Sniping echt sehr, sehr viele Coins gemacht. Azpilicueta zum Beispiel habe ich auch gesniped. Ich habe hier Correa gesniped. Genau dasselbe Prinzip. Eben habe ich immer unter 11.000 gesniped. Dann Jota habe ich beispielsweise auch noch gesniped gestern in der Nacht. Der hat super funktioniert. Und ja, Moura zum Beispiel auch. Und das sind ein paar Sachen, die ich noch aussortiert habe übrigens. Also das sind Spieler, die ich irgendwie aus Packs bekommen habe, aus SBC-Packs. Und die habe ich jetzt dann einfach mal verkauft, damit die Karten eben nicht allzu lange im Verein rumschlummern. Vor allem der hier hat 6.500 Coins gekostet, weil der für die eine SBC gebraucht wird bei den Hybrid-Ligen, bei der Startelf SBC. Also Freunde, schaut auch unbedingt, dass ihr eure Non-Rares und eure Rares langsam auscasht. Es ist so, dass die Non-Rares jetzt eine neue Price-Range haben. Es war ja so, dass die Non-Rares alle über 600 Coins kosten mussten. Jetzt ist es so, dass die Non-Rares alle wieder 350 Startpreis haben oder die meisten zumindest. Und deswegen, das wollte ich euch auch sagen, eben, dass die Price Ranges geupdatet wurden. Und ihr seht es hier, auch die Silberspieler habe ich verkauft. Hier beispielsweise für 1.300 einen random Silberspieler. Das ist schon ganz stark. Oder hier eben auch 1.800, weil der eben in der Premier League zu Hause ist. Das ist schon wirklich wichtig. Oder hier eben auch 850, weil er bei Arsenal spielt, da gerade ein SBC da ist. Verkauft wirklich die ganzen Müllspieler, sage ich mal, aus eurem Verein. Ihr könnt da richtig viele Coins rausholen. Hier beispielsweise übrigens noch wegen der Sniping-Methode. Auch Barella habe ich eben gesniped und da habe ich beispielsweise einmal einen für 5.500 bekommen und der ist halt über 11.000 wert gewesen. Also Freunde, das mit diesem über 10.000 Spieler snipen, das geht wirklich verdammt gut. Macht das aber vor allem am Abend, dort geht es noch besser. Und damit habe ich halt wirklich irgendwie 300.000 Münzen gemacht oder sagen wir 200.000, weil ich habe auch ein paar andere Methoden gemacht. Aber ich habe locker 200.000 nur mit dieser Methode gemacht. Und das wirklich in irgendwie 2 Stunden circa. Also ich habe da nicht so lange gesniped. Alle, die im Stream dabei waren, haben gesehen, ey, wenn ich gesniped habe, habe ich so viele Coins gemacht. Es gab eine Phase, da habe ich irgendwie 20.000 in 5 Minuten gemacht. Ja, das ist schon krass. Also das ist wirklich
super. Also versucht wirklich zu snipen. Ich habe euch übrigens jetzt gerade, wo ich das Video, während ich das Video aufnehme, das andere Video freigeschalten zum Web-App-Sniping-Trick. Es gibt nämlich ja diesen einen Trick, den ich die ganze Zeit mache, dass man schneller Spieler bekommt. Und der ist jetzt auch auf meinem Kanal online. Also gönnt euch den Hasen. Machen wir jetzt weiter mit den SBCs. Es gibt ja gerade einige verschiedene, unter anderem die Top-Partien. Ich rate euch sehr, diese beiden SBCs zu machen. Ihr bekommt da wirklich gute Packs, könnt extrem viele schlechte Spieler abgeben. Also ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe das auch in den Discord gepostet. Genau, hier habe ich das Ganze reingepostet. Eben das war meine Lösung für Arsenal gegen Spurs. Und da habe ich wirklich, glaube ich, keinen Cent ausgegeben. Das waren alles Spieler, die ich irgendwie im Verein hatte. Und ich glaube, 8 oder so davon waren untradable. Ihr könnt da wirklich einfach eure Untradables reingeben. Ihr müsst da gar nicht viel beachten. Die ist super leicht, die SBC. Und dann könnt ihr halt wirklich tradable Packs dadurch bekommen. Ich hatte jetzt leider nicht mehr ganz die Zeit, aber ihr könnt das Ganze auch dann fertig machen, weil ihr bekommt dann nochmal ein 25k Pack. Ich werde die wahrscheinlich auch noch fertig machen, dann wenn ich eben am Wochenende sowieso nicht da bin, da werde ich die dann noch fertig machen. Also die lohnen sich, die Top-Partien, wenn ihr halt viele Untradables abgebt. Dann habe ich übrigens noch die Hybrid-Nationen und die Liga-Nationen-Hybrid fertig gemacht. Bei der Liga-Nationen-Hybrid habe ich die letzte SBC eben gemacht. Und dort habe ich auch ein 55k Pack bekommen und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz die Packs, die ich gezogen habe aus den Top-Partien und aus diesem und eben was ich gezogen habe aus diesem 55k Pack. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, mein allererstes Pack auf der Konsole. Ach Digga, komm. Erstes Pack auf der Konsole, 55k Pack mit der Animation. Da kann halt wirklich was drin sein. Ich kenne die Animation noch nicht. Ach Gott, Azpilicueta. Oh, ist das schlecht, Chat. Oh mein Gott, 55k Pack, ich ziehe einen Azpilicueta. Hoffentlich irgendwie OP-Spieler da hinten. Okay, Inform ist gut. Wir gehen zuerst rein in das Pack. Let's go, bitte gönn was. Tagliafico, schade. Ah, du kannst halt echt gute Sachen ziehen aus solchen Packs, aber das war ein bisschen unlucky. Der könnte aber was kosten wegen den SPCs. Boys, wir gehen rein. Prime Goldspieler Pack. Let's go. Oh, ist ein Team of the Week. Ist ein Team of the Week tatsächlich. David Garcia. Let's go. Kampel dahinter. Oh, schade, da hätte noch mehr drin sein können. Ich meine, 3 Rare-Spieler, das ist schon nicht so schlecht, aber let's go. Also es war in Ordnung, aber es hätte natürlich auch besser sein können. Wir hatten ja zumindest einen Inform drinnen. Und deswegen dachte ich mir, ey, für dieses Video mache ich eine SBC, die eigentlich noch zu teuer ist. Ich gehe rein bei den Hybrid-Ligen, Startelf SBC und da habe ich die hier fertig gemacht. Ja, ich habe einen natürlich mit Loyalität oder beziehungsweise sogar 2, Coquelin und Ikoné zum Beispiel, habe ich auf jeden Fall hier mit Loyalität am Start, sonst geht die SBC nicht, aber sie ist teilweise schon wirklich dumm teuer gewesen, also hier 6600 Coins als kleines Beispiel. Mir hat die SBC viel zu viel gekostet, ich habe versucht die Spieler nochmal günstiger zu snipen, zum Beispiel der kostet eigentlich 7500, aber sie ist halt trotzdem viel zu teuer. Du bekommst aber halt ein 50k Pack und das ist halt der Grund, wieso ich sie gemacht habe und früher oder später werde ich sie sowieso machen und ich hatte einfach Bock in diesem Video heute ein 50k Pack reinzuballern. Also zum Abschluss von der zweiten RTG-Folge gibt es jetzt eben das 50k Pack. Ich bin wie gesagt ja am Wochenende nicht zu Hause, deswegen ist das für mich jetzt nochmal ein Highlight und dann geht es eben in einen Kurzurlaub eben und dann bin ich wieder am Anfang der Woche mit viel Energie zurück. Wir gehen eben hier rein, man bekommt einen 83 Plus Spieler garantiert und ich hoffe wirklich sehr, dass wir jetzt endlich mal Pack Luck haben und irgendwie zumindest einen 50k Spieler oder so ziehen. Das wäre schon wirklich geil. Wir gehen rein, let's go. Perfekt. Perfekt, okay, ich habe hier noch ein paar Sachen, genau das wollte ich euch noch sagen eigentlich. Ducouré habe ich mir ein paar Mal gekauft, habe ich voll vergessen und den stelle ich jetzt immer so leicht überteuert rein, das werde ich auch am Wochenende die ganze Zeit machen. Ich werde die ganze Zeit so Spieler nehmen wie Ducouré, gute Liga, gute Nation und dann eben die so ein bisschen teurer reinstellen, also einfach Low Budget UV, einfach für 300, 400 Coins teurer reinstellen und da dann den Gewinn mitnehmen. So, jetzt gehen wir aber wirklich rein ins 50k Pack und Abfahrt, komm, gönn was. Wir bekommen leider einen Libertadores-Spieler, das heißt aber nicht, dass da was dahinter sein, also dass da nichts dahinter sein muss, aber es ist leider wirklich gar nichts drinnen. Wir haben so viel Pech bei den Packs, Alter. Das war ein 50k Pack gerade. Der 83er ist Matip, da kann zum Beispiel auch ein Mondi oder so drin sein und wir ziehen leider auch gar keine Spieler, die irgendwie was kosten, also gar keine OP-Spieler, gar keinen Tomori, keinen Gomez, keine Ahnung, da sind echt keine Spieler drin, die was kosten. Die kosten nicht mal irgendwas. Nicht mal SBC-relevante Spieler sind da drinnen. Also da ist wirklich nur Schmutz drinnen. Schade, Freunde, das war leider nicht gut. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube sogar, dass wir ein bisschen Verlust machen mit der SBC. Aber da kann man nichts machen, Freunde. So ist es eben nun mal.
Ja, wirklich schade, dass wir da jetzt nichts mehr gezogen haben, aber so ist es eben nun mal. Und schreibt mir mal kurz in die Kommentare, habt ihr schon krasses Packluck gehabt in FIFA 22? Weil im Twitch, auf Twitch eben im Chat lese ich die ganze Zeit, dass Leute wirklich krasse Dinge ziehen. Eben auch so Sachen wie Bruno Fernandes oder so. Oder irgendwie, weiß ich nicht, einen Pogba. Ihr zieht da wirklich gute Sachen, wo ihr wirklich viele Coins einfach macht. Schreibt mal rein, habt ihr auch schon was gezogen? Ja oder eben nein. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch jetzt was. Wir hören uns, wie gesagt, Anfang der Woche wieder. Schaut sehr gerne bei MMOGA vorbei, schaut gerne im Discord vorbei, da bin ich natürlich weiterhin aktiv und dann hören wir uns eben beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes, bis dann und ciao, ciao.